So, wir sind wieder in, oh, Blumen, Skyrim, jawohl, wir lauschen den Vögeln und dem Wind, der über das Gras hinwegzieht, aber wir wollten ja hier weitergehen in die Höhle rein und das tun wir auch. Herr. Oh, bei Kühne. Habt ihr mich erschreckt? Okay. Hier treibt sich ein Totenbeschwörer herum, also passt auf euch auf. Könnt ihr mir helfen? Er ist in der Gruft. Weiß der Himmel, was er mit meinen toten Verwandten anstellt? Val Sveran. Meine Familie hatte schon immer gewisse Probleme mit ihm. Aber jetzt ist er endgültig übergeschnappt. Er ist da rein, um unsere Familiengruft zu schänden. Er will unsere Ahnen für schmutzige Dunkelelfen-Totenbeschwörungen missbrauchen. Meine Tante ist ihm hineingefolgt. Aber sie ist nicht wieder rausgekommen. Und ich glaube nicht, dass ich allein mit ihm fertig werde. Großartig. Dann los geht's. Ich sperre die Tür auf und treffe euch drin. Dann könnt ihr vorausgehen. Ich danke dir. Salz. Hi, Schatz. Wir schauen, was sich da drin befindet. Denn ich glaube, ich war noch nie in dieser Höhle. Oder der Gruft. Ist ja eine Gruft, ist gar keine Höhle. Wir sollten Walsveran stoppen, ehe er hier noch mehr Schaden anrichtet. Ist klar. Ist nur die Frage. Was genau müssen wir tun? Ihn töten oder? So nicht, mein Freund. So nicht. Und tschüss. Wow. Fass auf meine Nase. Das wäre nicht so toll gewesen. Kann ich dich nicht ausrauben? Nein. Schade. Würdest du bitte auf die Seite gehen? Ich muss da durch. Hallo? Weg! Ja, mein Schrei ist auch für das zu gebrauchen. Oh. Habe ich mich irgendwie geduckt? Das wollte ich natürlich nicht. Oh, etwas Wertvolles. Aber wir sollten hier definitiv vor Fallen aufpassen. Du bist ganz bestimmt nicht tot. Musste ich doch. Na, irgendwo hat mich noch einer gehört. Der wird sich dann bald zeigen. Oh, es sind mehrere. Ich muss mein Engellein beschützen. Wo ist sie? Da. Sehr schön. Wo ist der andere? Auch schon tot? Tipptopp. Wir sind hier eine... Oh, eine Truhe. Wir sind hier eine Truppe, die Zerstörungstruppe. Ja, das ging ja einfach mit dem Aufmachen. Die gehören meiner Familie. Ah. Jetzt nicht mehr. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt, solange ihr mir helft, Pals loszukommen. Sehr schön. Einbalsamierungswerkzeuge brauche ich nicht. Okay, das war, so wie es aussieht. Ich schwöre es, die hatte kein Geld bei sich. Wirklich nicht. Kein Gold. Nein. Tante Adna. Talos. Wieso bin ich nicht mit ihr zusammen rein? Weil die Handlung sonst nicht so spannend wäre.
hat die Tür verriegelt. Nur die Götter wissen, was er da drinnen mit den Leichen meiner Arme hat. Er hat erzählt, dass es weiter hinten ein Mitglieder der Familie begraben wurden. Vielleicht kommen wir so in die Hauptkammer. Ja, toll. Okay, das ist verriegelt, das heißt, wir gehen hier durch. Aber in Ungnade gefallene Leute, ich weiß nicht. Ich schau mal. Flammen, Funke. Schauen wir, der falsche Knopf. Schauen wir doch mal, was wir hier eigentlich so alles an Zerstörungszauber haben. Kostet 8,43. 25. Jo. Lassen wir das mal so, wie es ist. Tschüss. Draugr. Oh, noch einer. Ein winziger Seelenstein. 14 Gold. Ich würde sie am liebsten alle durchsuchen, aber das dauert sonst zu lange. Immer schön vorsichtig sein. Denn das meiste ist ja fake. Hier ist irgendwo. Boah. Oh nein. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Denn hier sind überall Fallen. Und noch mehr Gold. Der hat aber mächtig viele Vorfahren, so wie es aussieht. Stinkefüße. Ich habe so ein ungutes Gefühl bei der Truhe. Machen wir sie aber trotzdem auf. Ein bisschen nach rechts. Wundervoll. Ja. Die Grabstätte hier gefällt mir gut. Mächtig viel Gold. Mächtig viel Gold. So, jetzt müssen wir genau hier aufpassen. Ich weiß nicht, wie ich Lydia da durchlotsen kann. Ich denke, Pfeile habe ich jetzt am Ball genug. Ich verstehe nicht, warum man die so hier positioniert. Ist das aus platztechnischen Gründen? Packt man die dann ein und schiebt die da in die Röhre rein? Naja. Du siehst mir stark nach einem Fake aus. Oh, das ist ein Ruheloser. Da müssen wir Schaden machen, so schnell es zu lange ist. Goldir ist da aber mächtig kräftig. Ich bin froh, dass wir den dabei haben. Ich möchte nicht, dass mein Schatz in Gefahr gerät. Meine Liebste Lydia. Oh nee. Nein, Spinnen. Ich mag euch so nicht. Ich hasse Spinnen. Ich kann die so nicht ab. Zum Glück war es nur eine. Warum bist du schon tot? Das ist kein gutes Zeichen, wenn die Gegner bereits tot sind. Denn da ist möglicherweise dann noch ein stärkerer Gegner. Ja, dann nehme ich das halt nicht auf, Schatz. Ist okay.
bleibst da mal liegen, mein Freund. Nein. Lass das gut sein. Oh, da ist irgendwie was hinter mir. Oh nein. Das sind mächtig viele. Goldie, warum zeigt es mich? Das sieht aus wie die Ecke, von der Agna mir erzählt hat. Sie sagte, der Bär würde den Weg weisen. Du hast einen Pfeil im Hals. Ja, schnell heilende Wunden. Okay. Aber kein Problem. Kein Problem. Ah, das ist mit dem Bären gemeint. Fledermaus, Bär und ein Drache oder so. Man sieht mir noch einen Drachen aus. Ich gebe mal ein Gold. Lass mal rüber wachsen. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Die Alchemie wird es mir danken. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo ich das eintippen. Ein Wolf. Das ist kein gutes Zeichen. Der Bär wird uns leiten. Ach so. Tricky, tricky. Er hat den Gang gefunden. Er führt durch den Sarkophag. Mir gefällt das nicht. Aber wir beeilen uns besser. Ja, dann geht es dir gleich wie mir. Mir gefällt das auch nicht so. Aber was will ich machen? Denn ich mag die Action. Oh nein. Ja, ich wusste genau, dass du ein Starker bist. Töte ihn, mein Schatz. Wow, wow. Ich glaube, ich bin verliebt. Dieser Schlag. Ihr habt sicher auch gehört, im Hintergrund hat da einer Home Run geschrien. Wow, was für ein Schlag. Ich möchte nie mit ihr streiten. Wenn man wohl der eine Ohrfeige bekommt, dann ist gleich das ganze Gesicht weg. Und dann ist man wortwörtlich kopflos. Gut. Diese Tür hat die Grabkammer führen, wo war es sich verkrochen. Mhm. Gehen wir rein und bereiten der ganzen Geschichte ein Ende. Ja, zum Glück habe ich mächtig viele Dietriche. Ja, das Spiel hat mich gehört und mich bestraft. Nein, ein bisschen hoch noch und dann geht das. Zack, zack. Ah, da müssen wir gar nicht durch, das ist mehr so die Liebesbelohnung. Da müssen wir durch, alles klar. Sehe ich genauso, mein Liebling. Hier kommen ganz bestimmt mächtig viele Gegner raus. Mächtig, mächtig viele Gegner raus. Ich beschwöre da mal den Schutzgeist. Aber, neue Stufe. Bevor wir das machen, ich mache da die Gesundheit noch ein bisschen auf. Ich kann nämlich, wo ist es? Hier. Durch das doppelte Wirken eines Beschwörungszaubers hält dieser länger an. Wir machen das jetzt, denn ich beschwöre jetzt hier einen Schutzgeist, der mich da ein bisschen unterstützen soll, dass wir da mehrere Leute sind. Jetzt muss ich nur meine Waffe wieder haben. Sehr schön. Und das. Wir spielen dieses Mal ein bisschen mit Feuer. Na dann, wagen wir es. Toten sollten den Lebenden dienen, nicht umgekehrt. Boah, wow.
Saufen gab. Aus Taugenichts. Und nun könnt ihr euch euren Vorfahren in ihrem Dienst für mich anschließen. Mächtig, kräftig. Oh nein, ein Ruheloser. Nee, das ist auch ein Ruheloser. Nein. Ich töte zuerst mal die Schwachen. Nicht auf meinen Schatz! Zack. Brenn! Oh. Meine Lebenspunkte! Niemals tötest du Lydia. Okay, da kommen mächtig viele mehr. Was machst du da? Okay, ich brauche definitiv noch einen Trank. Zaubertränke. Lebenstrank, wo bist du? Absolut der falsche Zauber, den ich jetzt da drin habe. Nein, du greifst sie nicht. Das lasse ich nicht. Bleib weg! Okay. Deine Waffe besitzt keine Ladung mehr. Um sie wieder aufzuladen, wähle das erste. Ah, wähle als erstes die Waffe in deinem Inventar aus und drücke dann RB. Wähle einen gefüllten Seelenstein aus, den du verwenden möchtest. Ich habe gerade ein schönes Bild. Da steckt ein Eiszapfen in der Brust von Lydia. Naja. Mal schauen. Nein, falscher Knopf. Waffen. Ladung. Wir nehmen den winzigen Seelenstein. Wir möchten da nicht. Nochmal. Nein, 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 nein. Ja, töten wir ihn. Dann haben wir gesiegt. Bitte, nehmt das hier und lasst mich allein, damit ich Tante Agna und die anderen Mitglieder meiner Familie sehen kann. Geht zu seiner Truhe, aber zuerst mopse ich noch, was geht. Denn diese Schlacht soll nicht unbelohnt bleiben. Money, money. Noch mehr money, money. Stecken das Ding mal weg. Wie viele Lebenspunkte hat sie eigentlich noch? Oh, genug, sehr schön. Tja, ein Aschehaufen. Da wurde jemand wiederbelebt. Das ist das, was ich suche. Diamanten, Amethysten, Saphir, Rubin, Smaragde, Edelsteine halt, denn die haben schön viel Wert und sehen richtig schön aus. Nochmal. Noch ein bisschen Gold. Leider kommen wir da nicht drum herum. Gold wird immer gebraucht. Knochenmehl. So. Sehr schön. Jetzt sollte hier oben sicher noch irgendwo eine Truhe sein. Nein, keine Truhe. Oh, das, was ich gesucht habe. Diamanten.
und so weiter und so fort. Na wunderprächtig. Ah, da ist die Truhe. Und offen. 60 Gold. Die Wirksamkeit gebrauter Tränke wird um 20% gesteigert. Wundervoll. Wundervoll. Die darf ich nicht verkaufen, die muss ich dann entzaubern und mit denen können wir dann weiterarbeiten. Ich freue mich darauf. Immer noch dieselbe. Aber ich denke, wir haben hier alles und wir bewegen uns wieder raus. Hat sich definitiv gelohnt, denn die Armschienen, die brauchen wir. Die kommen gut. Die kommen sehr gut. Denn mit dem können wir dann Tränke brauen, mit dem wir dann bessere Rüstungen machen können. Und uns Rüstungen und Waffen zusammenschmieden, die unglaublich stark sind. Ich freue mich darauf. Oh, ein Spinnenei. Sehr schön. Jo, danke. Gut. Es ist wieder Zeit für einen Break. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.